Vor allem, weil es halt im deutschsprachigen Raum einen Nachteil gibt. Wenn man Informationen über den Islam erhalten will, dann hat man es meistens mit Moscheen zu tun, wo Imame sind, die eventuell der deutschen Sprache gar nicht mächtig sind, die eventuell nur Türkisch sprechen oder Arabisch oder Albanisch oder je nachdem welche Sprache. Und das ist natürlich ein riesiger Nachteil. Ja? Das war für mich am Anfang ein Hindernis. Wenn ich etwas erfahren wollte über den Islam oder über meine Religion, dann musste ich mich halt auf Bücher zurückgreifen. Das ist natürlich dann etwas komplizierter, als wenn man einfach jemanden fragt und sagt, wie ist das, wie verhält sich das und so weiter. Und wie gesagt, wir gehen halt von Stadt zu Stadt, reden mit den Menschen über den Islam. Und ich habe auch einige Geschenke für euch mitgebracht. Das sind unsere Bücher, falls ihr die haben wollt. Wir haben hier etwas über den Propheten Mohammed und Menschenrechte im Islam, Missverständnisse. Dann haben wir DVDs kostenlos. Was ist der Sinn des Lebens aus islamischer Sicht? Das können wir euch ja gleich geben, wenn die Schulleitung das erlaubt. Ja, das geht sowieso, wenn auf unsere Kappe. Es besteht immer eine Schwierigkeit bei solchen Vorträgen. Meistens ist es so, dass der Nicht-Muslim sich für spezielle Reizthemen interessiert, über die er beispielsweise in den Medien gehört hat. Kopftuch und so weiter und so fort. Ja, Kopftuch, Rolle der Frau im Islam, Islam und Terrorismus und so weiter. Und es ist aber nicht besonders einfach, jemanden eine Detailfrage zu beantworten von der Religion, wenn in den meisten Fällen das Gerüst, die Basis nicht stimmt, wenn man gar nicht weiß, worum geht es eigentlich in der Religion, was ist Islam überhaupt, was ist das Selbstverständnis des Islam. Ja? Und deswegen denke ich eigentlich, dass es notwendig ist oder dass es wichtiger ist für mich, erstmal über einige Grundlagen des Islam zu erzählen, die erste Stunde. Bis wann geht die erste Stunde? Dreiviertelstunde, das heißt, es geht bis 3. Bis 3, okay. Und danach sind wir weiter hier, oder? Okay, dann würde ich vorstellen, dass ich die erste Dreiviertelstunde versuche, erstmal so ein Grundgerüst zu schaffen und dass man danach vielleicht Fragen beantwortet, ja, damit erstmal einige Grundinformationen vorhanden sind. Deswegen wollte ich einfach die Frage beantworten, was ist Islam überhaupt? Ja? Hier, diese Frage muss man erstmal beantworten. Nicht, was hat man über Islam gehört, nicht, was hat man in den Taten einiger Muslime gesehen oder in den Medien gehört. Denn das ist das Problem, dass die meisten Menschen ihre Informationen über den Islam aus zwei vermeintlichen Quellen beziehen. Und das ist das Verhalten der Muslime und das, was sie in den Medien gesehen haben. Was die Medien angeht, ist es klar, dass die Medien interessiert sind an tragischen Ereignissen. Man möchte irgendetwas vortischen, weil es interessiert keinen, wenn die Medien sagen würden, ach, heute haben wir die friedlichen Muslime gefilmt, wie sie das Fasten brechen. Interessiert keinen Menschen. Sondern es wird auch der Muslim, auch die netten Muslime haben den Pfarrer zum Essen eingeladen. Interessiert ja keinen. Sondern was einen interessiert ist, in Berlin hat der Bruder seine Schwester umgebracht und so weiter. Ob das was mit dem Islam zu tun hat, ist die andere Frage. Weil wenn man sich das Leben dieses speziellen Menschen anguckt, dann hat er selber eine Freundin, ist selber Drogendealer, hat ansonsten mit dem Islam gar nichts zu tun, aber er schießt seine Schwester. Ja? Aber hier wird das dann so gezeigt oder es erscheint den Menschen so, als wenn es etwas mit Islam zu tun hätte. Auf der anderen Seite, wenn man beispielsweise jemanden sieht, der seine Tochter jahrelang oder jahrzehntelang vergewaltigt, jetzt in Österreich der Fall, da kommt keiner auf die Idee, das mit dem Christentum in Verbindung zu setzen. Was ja auch richtig ist, das hat ja nichts mit Christentum zu tun. Oder wenn ein Pfarrer einen Fehler gemacht hat, ja, das hat nichts mit Christentum zu tun, sondern wir haben die Botschaft, und wir haben das Verhalten einiger Menschen, die sich entweder an die Botschaft halten oder der Botschaft widersprechen. Hier ist es ja auch, und hier gebe ich immer das Beispiel, man kann das Auto nicht am Fahrer messen. Wenn ich einen schönen Wagen habe, einen modernen Wagen, und ich setze einen Besoffenen in den Wagen, der fährt mit dem Wagen in den Baum, heißt das nicht, dass der Wagen schlecht war, sondern der Fahrer war schlecht. Ja? Und so ist es auch beim Islam. Das heißt, wir müssen fragen oder definieren, was sind die Quellen des Islam. Die andere Quelle, wie gesagt, die Medien. Und das hängt ja immer eng zusammen mit dem, was man im Verhalten einiger Muslime sieht. Ja, vielleicht haben sicherlich, ich denke mal, die Leute, die aus dem Ruhrpott kommen oder vielleicht auch direkt aus Essen, haben bestimmt schon Kontakt mit Muslimen gehabt. Und ich bin selber mit Muslimen aufgewachsen und die meisten davon, die praktizieren nur sehr wenig vom Islam. Ja? Wenn die Schwester einen Freund hat, ist es große Theater groß, aber er selber kann jede Woche mit einer anderen Freundin kommen, kein Problem. Ich bin ja ein Mann. Warum nicht? Ja, so auch nach diesem Motto. Aber im Islam ist es genau wie im Christentum, und das können sicherlich die Nonnen, die hier sind, auch bestätigen, im Islam ist es auch wie im Christentum verboten, für Mann und für Frau
vor der Ehe geschlechtliche Beziehung mit einem Partner des gleichen oder des anderen Geschlechts zu haben. Das ist verboten. So im Islam und im Christentum. Aber viele Nichtmuslime denken, das würde im Islam nur für die Frau gelten. Das ist falsch. Das ist definitiv falsch. Warum? Weil die Muslime es falsch vorleben. Aber danach urteilen wir nicht, aber anhand diesem Punkt beurteilen wir nicht die Religion, sondern was sagen die Quellen? Die Quellen davon sind zwei Quellen. Die erste Quelle ist der Koran, die zweite Quelle ist die Sunna. Was ist der Koran? Habe ich irgendwann mal gehört, irgendein Buch. Man muss erstmal erklären, was ist der Koran? Wir als Muslime sagen, dass der Koran das offenbarte Wort Gottes an den Propheten Mohammed ist. Und Mohammed ist im islamischen Selbstverständnis kein neuer Prophet, sondern der letzte Prophet. Im Koran selber steht, dass wir an Jesus glauben, dass wir an Moses glauben, an Abraham glauben, an alle Propheten, die davor gekommen sind und an andere Propheten glauben. Allah sagt in Sure 16, Vers 36, وَلَكَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنْ يُبُدُ اللَّهَ وَتْشَنِبُ تَغُوتٍ. Das heißt, hat wahrscheinlich keiner verstanden, aber auch egal. Heißt, wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt, auf dass sie den Menschen lehren, dient dem einen wahren Gott und vermeidet die Anbetung der falschen Götter. Das ist die Grundbotschaft. Das kennen sicherlich die Nonnen oder auch andere hier sehr gut. Zum Beispiel aus Exodus 20, Vers 4, wo steht, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus. Du sollst dir keine Götter neben mir nehmen. Du sollst dir kein Bildnis machen von irgendetwas oben im Himmel oder unten auf der Erde oder unter dem Wasser. Du sollst ihnen nicht dienen und du sollst sie nicht anbeten. Das ist die Grundbotschaft. Hiermit kamen alle Propheten von dem einen allmächtigen Gott mit derselben Kernbotschaft. Das ist Islam. Islam heißt linguistisch heißt Islam, weil wir haben gerade von den Quellen geredet, heißt Islam Ergebung. Ihr habt bestimmt schon oft gehört, Islam heißt Frieden. Ja? Hat man bestimmt schon oft gehört, oder? Viele sagen, Islam heißt Frieden. Ist falsch. Islam heißt nicht Frieden. Islam, stimmt, die Wortwurzel Islam kommt von dem Wort Salam. Ich weiß nicht, einige Muslime wollen sich damit irgendwie schönreden, dass sie sagen, Islam bedeutet Frieden. Nein, das Wort Islam selber, linguistisch, heißt nicht Frieden. Das Wort Islam selber bedeutet sich unterwerfen. Sich unterwerfen oder sich ergeben. Und im Islam ist es immer so, dass die Bedeutung eines Wortes immer eine enge Bedeutung, eine enge Verbindung zu der eigentlichen Bedeutung hat. Zum Beispiel beten heißt auf Arabisch As-Salah. Das bedeutet Verbindung. Das heißt, dass du fünfmal am Tag, weil ich habe gehört, ihr habt schon über die fünf Säulen im Islam gesprochen, das heißt, dass du fünfmal am Tag immer wieder ganz intensiv die Verbindung zu Gott suchst. Dann Saum heißt Abstand nehmen oder sich enthalten. Wovon enthält man sich? Man enthält sich vom Essen, vom Trinken, vom Geschlechtsverkehr, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang im islamischen Sinne. Zakah, die Almosensteuer, heißt reinigen. Das heißt, man reinigt sein Geld von dem, sage ich mal in Anführungsstrichen, ja, dem Dreck davon sozusagen. Ja? Das heißt, jetzt fragen wir, okay, wenn dieses Wort Islam, die linguistische Bedeutung davon, auch mit der eigentlichen Bedeutung, auf die eigentliche Bedeutung hinweist, dann fragen wir, wem ergeben wir uns? Wem ergeben wir uns? Wenn wir sagen, Islam bedeutet Ergebung, dann ist die nächste Frage, wem ergibt man sich? Und man sagt, wir ergeben uns dem einen allmächtigen Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums. Der eine allmächtige Gott, auf Arabisch Allah. Hat sicherlich wahrscheinlich schon jeder hier gehört, Allah. Und in unserem Verständnis ist Allah nicht irgendein spezieller arabischer Gott, weil dieses Missverständnis gibt es das öfter, dass Leute denken, er ist irgend so ein Gott, der auf einem Kamel durch die Wüste reitet oder irgendwie. Ja, manche Leute denken so. Aber das ist nicht der Fall, sondern Allah sagt ganz deutlich im Koran selber, in Sure 51, Vers 56, Laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir. Das heißt, nichts ist ihm gleich und ist der Hörende, der Sehende. Deswegen sagt der Islam auch ganz deutlich, dass Gott kein Mensch ist, sondern dass Gott ein Wesen über unserer Vorstellungskraft ist. Und dieser Gott, der uns erschaffen hat, der uns lenkt, der uns versorgt, ohne den wir nicht leben können, diesem einen Gott ergibt man sich. Diesem einen Gott ergibt man sich. Und der Glaube an Gott, der hat eigentlich wieder drei Kategorien, die das umfasst. Ihr habt vielleicht schon davon gehört, Tauhid, die Einzigkeit Gottes oder die Einzigartigkeit Gottes im Islam. Vielleicht habt ihr es gehört bei der ersten Säule des Islam, das Glaubensbekenntnis. Wenn man beispielsweise sagt, ihr habt ja über das Glaubensbekenntnis geredet, oder? Nicht?
Ich habe gedacht, fünf Säulen, ja. Und die erste Säule ist ja das Glaubensbekenntnis. Dass man sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Ja, genau. Genau. Und wenn man sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, ja, dieser Name Allah, wie gesagt, ist der arabische Name für den einen allmächtigen Gott. Besteht aus dem bestimmten Artikel Al und dem Wort Ilah, was so viel heißt wie anbetungswürdig. Ja. Im Deutschen haben wir drei bestimmte Artikel, der, die, das. Im Arabischen gibt es nur einen bestimmten Artikel. Ja. Deswegen kann es auch nicht zum Missverständnis kommen, dass man sagt, das Mädchen. Müsste ja eigentlich die Mädchen heißen, oder? Ist ja weiblich. Ja. Family, naja. Auf jeden Fall, dieser allmächtige Gott, das heißt, wenn wir sagen, wir glauben an einen Gott, beinhaltet das im Islam drei Dinge. Erstens, dass wir glauben, dass dieser Gott, wie ich schon gesagt habe, der eine Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums ist. Weil viele Menschen haben das Missverständnis, sie denken, dass der Glaube an Gott nur ein Glaube wäre an einen Schöpfer. Das heißt, wenn ich sage, es gibt einen Schöpfer, dann glaube ich an einen Gott. Aber das ist im islamischen Verständnis nicht so, sondern im islamischen Verständnis steckt mehr dahinter. Denn beispielsweise, die Geschichte kennen die meisten, die Geschichte von Moses. Was haben sie gemacht, das Volk von Moses? Sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen und haben dieses Kalb angebetet. Aber haben diese Menschen geglaubt, dass dieses Kalb, das sie selber gegossen haben, ihr Schöpfer, Lenker, Herrscher ist? Derjenige ist, der sie selber erschaffen hat? So dämlich ist keiner. Ist ja keiner so blöd und der macht irgendwie eine Skulptur, dann betet er die Skulptur an und denkt, diese Skulptur hätte ihn erschaffen, obwohl er sie selber erschaffen hat. Nein. Was haben sie gemacht? Und das ist das, was wir als Polytheismus nennen, Mehrgötterei. Sie haben gedacht, sie haben etwas erschaffen oder etwas hergestellt, um dadurch eine Annäherung zu Gott zu finden. Und das ist alles im Islam verboten. Das heißt, wenn ich sage, dass es nur einen Gott gibt, darf ich diesen einen Gott nur anbeten. Und in vielen anderen Religionen ist es halt so, dass andere angebetet werden, damit diese anderen Objekte einen näher zu Gott bringen. Entweder als Fürsprecher, das heißt, ich bete den oder die an, gehe dorthin, pilgere dorthin, damit diese Person mich näher zu Gott bringt, oder damit diese Person ein Fürsprecher zu Gott ist, oder der Glaube, und das ist auch gegen den islamischen Glauben, dass Gott überall ist. Wir sagen, Gott ist überall mit seinem Wissen, mit seinem Hören, mit seiner Macht. Aber wir sagen nicht, Gott ist überall mit seinem Wesen. Denn wenn wir sagen, Gott ist überall mit seinem Wesen, dann würde ich sagen, ja, okay, wenn Gott überall mit seinem Wesen ist, dann ist Gott auch in diesem Buch drin. Oder dann ist Gott in der Erde drin oder in diesem Skelett drin. Und dann kann ich dieses Skelett anbeten. Und das ist der Ursprung vom Polytheismus. Dass sie sagen, dieses Skelett oder diese Skulptur oder diese Figur am Kreuz ist ein zentraler Punkt der Existenz Gottes auf Erden. Und deswegen bete ich es an, und es ist nicht falsch, das anzubeten. Es ist nicht falsch, dieses Objekt anzubeten. Die dritte Sache ist, dass wir immer sagen, dass Gott absolut einzigartig ist in seinen Eigenschaften. Das heißt, wir dürfen Gott nicht mit negativen Eigenschaften beschreiben. Er wäre gestorben, er wäre geboren, er wäre krank geworden oder er wäre unwissend gewesen und diese ganzen Sachen. Das ist vielleicht für einige ganz plausibel, weil sie sagen sich ja, wenn ich an Gott glaube, ist doch klar, dass Gott perfekt ist, dass Gott der allmächtige Köpfer ist und dass ihm niemand gleicht. Oder schleucht das jemand gar nicht ein, sagt jemand, nee, ich würde sagen, Gott weiß auch nicht, Gott ist unwissend und so weiter. Ich denke, jeder stimmt in dieser Sache überein. Aber wenn man in die Religion selber hineinguckt, sieht man, dass das, es kann mich gleich gerne jemand der Lüge bezichtigen, aber dann sieht man, dass es in den meisten Religionen nicht so betont wird, wie dies im Islam betont wird. Das heißt, wir ergeben uns dem einen Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums. Und wie ergeben wir uns ihm? Wieder, dann kommen wir wieder zu den Quellen zurück, Koran und Sunna. Der Koran, das Wort Gottes, das Mohammed offenbart wurde, in der Reihe der ganzen Gesandten, und die Sunna. Was ist die Sunna? Vielleicht hat der eine oder andere schon mal von Sunna gehört, in den Medien oder so. Sunna bedeutet linguistisch Weg. Das ist der Weg des Propheten Mohammed. Das heißt, das, was er gesagt hat, das, was er getan hat und dort, wo er zugestimmt hat. Ja, dort, wo er zugestimmt hat. Beispielsweise Zustimmung bedeutet, zwei Personen machen irgendetwas und er sagt nichts dazu. Das heißt, dass diese Tat erlaubt ist.
Denn wäre diese Tat verboten, hätte er die Pflicht gehabt, darauf aufmerksam machen, dass diese Tat verboten ist. Wofür ist die Sunna da? Reicht der Koran? Ja, der Koran reicht, aber der Koran selber sagt, dass man zur Sunna, zu diesem Weg des Propheten zurückgehen muss und dass die Sunna die Erklärung des Korans ist. Das heißt deswegen, es wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja, ich kenne den Muslim, da gibt es den und die Gruppe und die Gruppe und die Gruppe, wie im Christentum auch, gibt es die Katholiken, Protestanten mit ihren unterschiedlichen Facetten, Orthodoxen, ja. Und wir sagen im Islam, ist es aber nachvollziehbar zu sagen, der ein oder andere hat recht, weil wir zu diesen Quellen zurückgehen können. Die Muslime sagen ganz klar, dass diese Quellen absolut unverändert sind. Koran und Sunna, absolut. Das heißt, was Koran angeht, so ist es im Nachhinein gesammelt worden, auf Authentizität geprüft worden. Und was die Sunna angeht, Entschuldigung. Und was den Koran angeht, so ist er von vornherein von Gott geschützt worden, weil er es selber im Koran sagt, in Sure 15, Vers 9, wo er sagt, wir haben die Botschaft herabgesandt und wir werden diese Botschaft schützen. Jetzt wird sich natürlich jemand fragen, das ist eine logische Frage, die man sich stellt, wenn man sagt, okay, wir sollen uns Gott ergeben, Islam bedeutet sich ergeben, dann wird sich fragen, was haben wir davon? Wofür? Hat Gott was davon? Hat er einen Schaden, wenn wir das nicht tun? Das ist eine logische Frage, eine berechtigte Frage, die man sich stellt. Man sagt, wenn Gott uns erschaffen hat und diese Religion vorgeschrieben hat, Islam, und wir machen das nicht, wir ergeben uns ihm nicht, so wie der Prophet Mohammed Friede und Segen auf ihm gezeigt hat, welchen Schaden haben wir oder welchen Schaden hat Gott? Erste Antwort, Gott hat gar keinen Schaden. Weil Gott sagt selber in einem heiligen Hadith, o ihr Menschen, wenn der Erste von euch und der Letzte von meine Diener, ja, wenn der Erste von euch und der Letzte von euch und die Menschen, die Dschinn, alle das gottesfürchtigste Herz von dem gottesfürchtigsten von euch hätten. Das heißt, der Beste, der betet, der fastet, der macht, den tut, ja, und der tut nur gute Werke, das würde meiner Macht nichts hinzufügen. Und wenn der Erste von euch und der Letzte von und so weiter, ja, alle, der schlechteste Mensch wären, wie der schlechteste, das würde es von seinem Vermögen nichts wegnehmen. Das heißt, du kannst ihn damit nicht schaden, sondern man schadet sich selber. Man schadet sich selber mit seinen schlechten Taten, man schadet Gott damit nicht. Aber er hat die Botschaft herabgesandt, an die man sich halten soll, und den Nutzen hat man im Endeffekt. Wird sich vielleicht für einen ein bisschen blöd anhören, ja, wenn wir sagen, der Nutzen ist zweierlei. Erstens, Glückseligkeit im Diesseits und zweitens Glückseligkeit im Jenseits. Weil Glückseligkeit im Diesseits, da wird natürlich jeder sagen, ja, wie, ich habe gehört, hier der eine Muslim und dieser andere und so weiter. Aber hier sagen wir wieder, und das sage ich jedem von euch, ja, man muss sich wirklich an der Botschaft orientieren und auch schauen, wer der Botschaft folgt. Und nicht einfach, ich habe den oder den Muslim gesehen, der absolute Frevler ist, der absolute ja, gegen die Wand gelaufen ist mit dem Islam, der keine Ahnung hat, und dann danach den Islam zu beurteilen. Allah sagt ganz deutlich im Koran, wer Gutes tut, egal ob Mann oder Frau, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Und das, was ich in meiner eigenen Erfahrung sehe, ist, dass es tatsächlich so ist, dass derjenige, der diesen Weg folgt, dass er ein glückliches Leben führt. Man denkt sich vielleicht, ist das nicht beschränkend, das Leben? Man darf kein Schweinefleisch essen, beispielsweise. Ja? Nur alles, was verboten ist, gibt es viele Alternativen für. Ich kann Hühnerfleisch essen, Rindfleisch, Kamelfleisch, Fleisch, Fisch und so weiter. Aber Schweinefleisch ist verboten. Übrigens auch in der Bibel, also im Alten Testament, Levitikus 11, Vers 7, ist auch Schweinefleisch verboten, ja, beispielsweise. Ja. Hat er eine Bibel dabei? Ne? Okay. Also das hätte man nachgucken können, ist kein Problem. Ne? Beispielsweise, Alkohol ist verboten. Alkohol ist verboten im Islam. Ja? So. Aber es gibt viele andere Alternativen. Gott hat nicht zu dir gesagt, ja, du darfst nicht trinken. Du darfst kein Wasser trinken. Sondern die Regel ist, alles ist erlaubt und die Ausnahme ist verboten. Und wir wissen alle, wie viel Schaden durch Alkohol angerichtet wird. Ja? Jährlich 50.000 Menschen in Deutschland sterben direkt am Alkohol. Plus Verkehrsunfälle aufgrund von Alkohol, plus die ganzen Familien, die auseinanderbrechen wegen übermäßigem Alkoholkonsum. In meiner Familie selber sind zwei Menschen am Alkohol gestorben. Mein Onkel und meine Tante, weil sie zu viel
gebechert haben. Dann wird natürlich jemand sagen, ja, warte mal. Also ich fühle mich gut, wenn ich einen getrunken habe. Ne? Und ich trinke ja nur ein bisschen. Ich habe mich schon unter Kontrolle. Das sagen die meisten, oder? Das Problem ist nur, dass alle Alkoholiker oder alle, die Alkoholiker geworden sind, die haben auch am Anfang gesagt, ich habe mich unter Kontrolle. Keiner hat gesagt, ja, ich trinke Alkohol, bis ich Alkoholiker werde oder bis ich gegen den Baum fahre, weil ich Alkohol getrunken habe. Und deswegen sagen wir, dass alles, was Gott verboten hat, dazu da ist, um den Menschen zu schützen. Das heißt, ihr wisst sicherlich, es gibt Verbote und es gibt Gebote. Im Islam sowohl und im Christentum. Und wir glauben, dass alle Gebote und Verbote, dass die einen Sinn haben. Dass da etwas hintersteckt. Dass da eine Weisheit hintersteckt. Denn Gott sagt im Koran, in Sure 20 sagt er, ich habe den Koran nicht auf dich herabgesandt, damit du elend bist. Damit du elendig lebst. Sondern wir glauben, dass dies einen Sinn, eine Weisheit für uns hat. Diese Weisheit können wir manchmal erkennen und manchmal können wir die nicht erkennen. Zum Beispiel beim Alkoholkonsum beispielsweise ist es sehr offensichtlich. Es wird wahrscheinlich, oder Drogenkonsum, wahrscheinlich jeder wird sagen, ja, das ist eigentlich eine vernünftige Regel. Eigentlich ist das schlecht, das bringt mehr Schaden für den Menschen als Gutes für den Menschen, wenn man allgemein sieht. Ja, das sagt eigentlich jeder. Aber es gibt andere Regeln eventuell. Zum Beispiel, warum soll ich 5-mal am Tag beten? Was vielleicht nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, warum, welche Weisheit steckt dahinter? Aber wir sagen, die Weisheit von Gott ist über unserer Weisheit. Wenn man beispielsweise ein Kind hat und man sagt zu dem Kind, oder man geht mit dem Kind zum Arzt und das soll eine Spritze bekommen, eine Impfung. Das Kind wird vielleicht sagen, wenn ihr jemand Kinder hat, wird vielleicht sagen, nein, Spritze, Angst, oh wei, und fängt an zu heulen, ja? Weil es will die Spritze nicht haben, es hat Angst vor der Spritze, weil es sieht nur diese Nadel, es sieht diesen Schaden. Aber wir als Erwachsene, wir sind weiser als dieses Kind. Wir haben mehr Wissen als dieses Kind. Wir wissen, dass der Nutzen dieser Spritze ein größerer ist als der kleine Schaden, der durch diesen Einstich erzeugt wird. Und deswegen, ja, zwingen wir sozusagen das Kind dazu, diese Spritze zu bekommen. Und im Endeffekt ist das eine Sache, die gut ist für das Kind. Und deswegen glauben wir, dass alles, was Gott uns offenbart hat, deswegen, es werden gleich viele Fragen kommen. Warum gibt es im Islam dies? Warum gibt es im Islam das? Warum gibt es im Islam das? Warum gibt es im Islam dies? Normalerweise müsste meine Antwort sein, ja, weil es steht im Koran, anstelle so und so und so steht das und das. Punkt. Weil viele erklären dann, ja, okay, Schweinefleisch ist verboten, weil da gibt es die und die Krankheit und dies und das und auch die moderne so und so Wissenschaft hat gesagt, dass es eigentlich nicht so gesund ist, das Fleisch und auf den Diätplänen und Cholesterin und hin und her. Ja, aber eigentlich brauche ich gar nicht so weit zu gehen, sondern eigentlich kann ich sagen, ja, Gott hat es verboten, Punkt. Warum, weshalb, brauchen wir gar nicht zu wissen, weil wir vertrauen als Muslim darauf, dass das die Botschaft von Gott ist. Und dann brauchen wir nicht zu fragen, ja, warum, welche Weisheit steckt dahinter? Das heißt, meistens, wenn gefragt wird, warum ist das so oder warum ist das so oder warum machen die Muslime dieses oder jenes, ist die Frage, die der Mensch stellt, die der Nicht-Muslim stellt, nach der Weisheit. Welche Weisheit steckt dahinter? Aber die Frage, warum wird das gemacht, muss bei uns beantwortet werden als Muslim, weil Gott das im Koran sagt. Punkt. Dann wird er sagen, ja okay, was hast du jetzt davon? Wir sagen, okay, wenn Gott das gesagt hat, ist es erstmal gut für uns im Diesseits, weil er verbietet nur das, was schlecht für uns ist und er gebietet das, was gut für uns ist. Das ist das Vertrauen. Sicherlich für den einen oder anderen, der hier sitzt, abstrakt, weil er dieses Gefühl nicht hat. Aber ich denke, jemand, der fest an die Bibel glaubt, der hat ähnliche Gedanken. Ja, oder denkt ähnlich. Und auf der anderen Seite sagen wir, dass Allah im Koran sagt, der allmächtige Gott sagt im Koran, wer Gott gehorcht, also wer Gutes tut, also wer Gott gehorcht, ja, der, egal ob Mann oder Frau, dass der das ewige Leben bekommen wird, ins Paradies geht. Punkt. Und das ist das eigentliche Ziel. Das eigentliche Ziel des Muslims ist nicht im Diesseits 50.000 Euro irgendwie zu gewinnen oder einen dicken Wagen zu fahren, sondern das eigentliche Ziel ist das Paradies. Punkt. Und das ist etwas, was man im Islam sieht, dass der Islam sehr jenseitsorientiert ist. Sehr jenseitsorientiert. Und das ist etwas, was für viele Menschen auch, das zu verstehen, eine große Lebenshilfe ist. Man sieht heute, dass viele Menschen unter Depressionen leiden. Er sagt sich, boah, guck mal, jetzt gestern war ich noch so alt, guck mal, wie schnell das Leben vergeht. Heute bin ich 40, 50, 60, 20, gestern war ich noch 14. Ja? Und es ist dann oft so, gerade wenn jemand nicht an Gott glaubt
oder der Glaube an Gott kaum vorhanden ist, dann ist das der Sinn des Lebens, ist dann einfach von dem Leben so viel mitzunehmen wie möglich. Weil wenn er nicht an Gott glaubt oder keine Gewissheit hat, dass es ein Jenseits gibt, dann lebt er immer mit dem Bewusstsein, auch wenn es im Unterbewusstsein ist, dass vielleicht morgen der letzte Tag ist, dass er vielleicht morgen stirbt, dass dann vielleicht Ende ist. Und da sieht man, dass Menschen dann versuchen, sich den, dann fragt man einen Menschen, was ist der Sinn deines Lebens? Wenn ich hier zum Beispiel fragen würde, was ist der Sinn deines Lebens? Ja, dann, ich weiß nicht. Die meisten, es kann sich ja jeder mal selber im Inneren die Antwort, die Frage beantworten. Ja? Und in den meisten Fällen gibt es dann vier Arten von Sinn. Erste Antwort, oder was ist Sinn? Erste Antwort, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist die Antwort, die die meisten geben. Wenn man fragt, was ist der Sinn des Lebens? Sagt, ich weiß nicht. Das ist die erste Antwort, weil er es nicht weiß. Die zweite Antwort, also ich habe Umfragen in dem Bereich gemacht, ich glaube, dass vielleicht ist es hier in der Klasse anders, aber in den meisten Fällen, 90% der Leute sagen, ich weiß es nicht. Ich habe mal in Köln gefragt, einen Herrn, was ist der Sinn ihres Lebens? Was ist der Sinn deines Lebens? Sagt er, das möchte ich auch hier ein Wissen. Ja? Und das ist meistens der Fall. Die zweite Antwort ist, ja, ich hoffe, ihr habt es verstanden, ne? Man weiß ja nicht. Die zweite Antwort, die man üblicherweise hält, ist sehr eng verwandt mit der ersten Antwort. Die Antwort ist Spaß haben. Schon Spaß. Warum? Weil der sagt sich, ja guck mal, eigentlich im Inneren weiß der, eigentlich habe ich keinen Sinn im Leben, aber wenn ich Spaß habe, habe ich Spaß. Also dann versuche ich so viel von meinem Leben mitzunehmen wie möglich. Ja? Das heißt, ich lebe von 1900 so und so viel bis so und so viel. Ja? Bis 2000 noch was, ja. Und das heißt, dann muss ich in dieser Zeit so viel erleben wie möglich. Du siehst dann einige Leute, der macht es so richtig so. Fallschirmspringen habe ich schon gemacht, Bungee-Jumping auch schon, dies habe ich auch schon gemacht. Und dann siehst du, dass es einige Leute gibt, die leben nur zum Wochenende. Das heißt, die ganze Woche bereitet er sich auf das Wochenende vor. Die Woche überlebt er, um Geld zu verdienen für das Wochenende, um dann rauszugehen. Ja? Und dann macht er oft... dann macht er dieses Leben ein bisschen mit. Und dann merkt er aber mit der Zeit, dass eigentlich dieses Spaß haben nicht das ist, was ihm einen Sinn im Leben gibt. Das ist ein schöner Moment. Wir wollen alle Spaß haben, oder? Ich auch. Was meint ihr, was wir Spaß haben? Auf jeden Fall. Es ist so. Jeder Mensch will Spaß haben. Aber den Spaß zum Sinn seines Lebens zu machen, zeigt, dass man eigentlich keinen Sinn im Leben hat. Und viele Menschen... ist auch meine persönliche Erfahrung. Ich kenne so viele Leute, die gesagt haben, Spaß ist der Sinn meines Lebens. Nach 5 oder 10 Jahren, ja, da sieht man, der eine ist drogenabhängig, der eine hat irgendwelche anderen Probleme, Frau geschieden und so weiter. Warum? Weil dieses Bewusstsein der Selbstverwirklichung und die zum Sinn seines Lebens zu machen, im Sinne vom Spaß, der vernichtet den Menschen in den meisten Fällen. Weil der sagt sich, guck mal, wenn ich jetzt nicht keinen getrunken habe oder wenn ich in die Disco gehe und ich bin nicht gut drauf, der muss das erzwingen. Dann nimmt er sich ein bisschen was und dann geht er beim nächsten Mal wieder dorthin und dann fühlt er sich erst nicht so gut. Ach ja, letzte Woche konnte ich so gut reden mit den Frauen. Jetzt muss ich mal wieder einen trinken, dann bin ich wieder was besser drauf. Ja, dann wird der Mund wieder ein bisschen lockerer, auf diese Art und Weise. Und so sieht man, wie viele Menschen so drauf sind. Vielleicht wird der eine sagen, nö, sehe ich anders. Aber meine Erfahrung sagt das schon. Ich denke, der ein oder andere sieht so aus, als wenn er mir da Bestätigung geben würde. Genau mit der Ehe. Heutzutage in Deutschland gehen viele Ehen kaputt. Aus welchem Grund? Liegt das daran, weil die sich nicht verstehen? Liegt das daran, weil der Mann die Frau nicht attraktiv findet oder die Frau den Mann? Nee, sonst hätten die ja nicht vorher geheiratet. Also findet der Mann die Frau attraktiv. Und die müssen sich auch irgendwie verstanden haben, sonst hätten die ja nicht geheiratet. Aber wodurch kommt das? Spaß ist der Sinn des Lebens. Der sieht auf einmal, kommt die Abenteuerlust. Er sagt sich, ja, ich will auch mal was anderes vom Leben erleben. Immer dasselbe. Neues Abenteuer, frisch verliebt sein, ist doch was Schönes. Ja, da fühlt man sich doch, oh, die Schmetterlinge fliegen im Bauch. Ja, und dann kommt dieses Gefühl und dann will er das auch für sich selber. Deswegen sagt man, fühlt zu einer Leidenschaft. Wovon kommt Leidenschaft? Von Leiden. Es führt zu einem inneren Leiden
Und diesen meisten Fällen, weil er sagt, Spaß ist der Sinn meines Lebens. Dritte Sache, was viele sagen ist, das ist dann schon sehr verwandt mit der zweiten Antwort, mit Spaß, nur hört sich dann etwas erwachsener an, die Antwort, die heißt, zufrieden sein, glücklich sein. Was ist der Sinn eines Lebens? Ich will zufrieden und glücklich sein. Wollen wir alle, oder? Also ich schon. Alhamdulillah. Ich spiele auch gut auf Alhamdulillah, heißt übrigens Gott sei Dank. Ne? Für der eine oder andere denkt vielleicht, was erzählt der da überhaupt da vorne? Jedenfalls zufrieden, glücklich sein. Ja? Und das ist eigentlich eng verwandt mit Spaß. Das ist eigentlich fast genau dasselbe. Und wir wollen alle zufrieden, glücklich sein. Aber das ist so, als wenn jemand in die Schule gehen würde und er würde sagen, ja, mein, der Sinn der Schule ist, dass ich dort zufrieden und glücklich bin. Oder Freunde kennenlerne. Das ist ein schöner Zustand. Zufrieden, glücklich sein ist ein schöner Zustand, aber kein Sinn. Ein Sinn ist etwas, ein Ziel, etwas, was danach kommt. Nicht ein Zustand. Und wir sagen schon, ich bin davon überzeugt, dass wenn man die Religion richtig praktiziert, dass man dann zufrieden und glücklich ist. Übrigens wollte ich kurz etwas anmerken, meine persönliche Erfahrung. Ich habe früher beim Deutschen Roten Kreuz, bevor ich den Islam angenommen habe, war ich im Zivildienst. Und ich habe dort die alten Leute beobachtet. Ja? Also ich habe Essen auf Rädern ausgefahren. Und ich habe dort beobachtet, dass die Menschen, man muss sich das mal vorstellen, ja, du hast also mit Leuten zu tun, die sind 70, 80, manchmal 90 Jahre alt und jeden Tag fährst du deine Route, manchmal verschiedene Routen und du hast immer deine Kunden. Und in dem Jahr oder in den 10 Monaten, 11 Monaten, wo du Zivildienst machst, siehst du immer wieder Leute, wie sie sterben. Tatsache, die sind lieb. Siehst du immer wieder Leute, bei denen du gestern noch gewesen bist, wie sie am nächsten Tag tot sind. Und dann beobachtest du Leute, die vielleicht seit 10 Jahren Essen auf Rädern bekommen, absolut mit der Außenwelt nichts mehr zu tun haben, die familiären Beziehungen sind irgendwie zerbrochen, keine Kinder, kein gar nichts. Ja? Und teilweise leben die dann vielleicht 10, 20 Jahre in diesem Zustand, die können vielleicht noch nicht mal vor die Tür gehen oder ganz selten. Die leben eigentlich in ihrem eigenen Gefängnis zu Hause, diese Menschen. Und sind auch noch wie in einem offenen Vollzug teilweise oder noch nicht mal. Manche Menschen, die sind gefesselt, die gehen mit einem Wagen. Die können nicht großartig rausgehen, die können vielleicht mal kurz vor die Tür gehen, das war's. Wie einer, der im Gefängnis auf den Gefängnishof gehen kann. Und so lebt dieser Mensch 10, 20, vielleicht 30 Jahre. Und sobald du kommst von Essen auf Rädern und bist bei ihm, ist er froh, wenn er sich mal mit irgendjemandem unterhalten kann, 5 Minuten. Das ist eine Tatsache. Kann jeden hier treffen. Der kommt und dann fängt er mit dir an Gespräch an. Ach, was haben Sie heute wieder für ein schlechtes Wetter mitgebracht und so weiter. Ja, beispielsweise, also im Kölner Umraum, so reden die da. Und fängt an mit dir zu reden, ja dies und das und gestern war das Essen. Irgendwelche belangloses Zeug. Und was man dort immer, warum erwähne ich das? Was man dort immer, ich erwähne das erstmal, dass man selber vielleicht nachguckt, was der Sinn des Lebens für jemanden ist. Und zweitens, was ich dort gesehen habe, ist, dass immer die Menschen, die eine religiöse Bindung haben, egal ob jetzt auch christliche Bindung, ja, dass die immer mehr Hoffnung haben in ihrem Leben. Ja? Heißt nicht, dass ich, natürlich kann ich nicht als Muslim, kann ich nicht alle Dinge, die es im Christentum gibt, ich kann nicht mit allen Dingen, die es im Christentum gibt, übereinstimmen, natürlich nicht. Genauso wie ein Christ, der fest im Glauben ist, nicht mit allen Dingen im Islam übereinstimmt. Aber eins kann ich auf jeden Fall sagen, aus meiner Erfahrung, dass derjenige, der einen Glauben hat, immer gefestigt ist und glücklicher ist, weil er eine Hoffnung hat. Welche Hoffnung will jemand haben, der 70, 80 Jahre alt ist, nicht an Gott glaubt und einfach bei sich zu Hause rumsitzt und den ganzen Tag auf Essen auf Rädern wartet, multiple Sklerose hat, krank ist, vielleicht ist schon ein Bein amputiert worden oder je nachdem und er wartet nur, dass die Pfleger kommen. Welche Hoffnung soll der haben? Vielleicht auch wichtig, ich meine, hier Altenpflege, richtig? Ach so, ist gar nicht so schlecht, dann kommen wir eigentlich, ist eigentlich ein gutes Thema, ja genau. Wirklich, welche Hoffnung will der haben? Und glaub mir, weil meine persönliche Erfahrung, jetzt, das ist jetzt wieder für Muslime, ist, dass ein Muslim, der den Glauben richtig lebt, der hat bis zur letzten Sekunde hat er einen Sinn in seinem Leben. Weil er sagt sich, bis zum letzten Sekunde ist das Leben etwas wert. Weil das Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Der Prophet Mohammed, Frieden und Segen auf ihm, der sagt sinngemäß, der Lage eines Gläubigen, die ist wunderbar.
Denn alles, was ihnen geschieht, ist gut für ihn. Und niemandem geht das so als zu einem Gläubigen. Was heißt alles, was ihm geschieht? Wir wissen, jeder, der hier in der Klasse sitzt, die Realität sagt, das Leben hat Höhen und Tiefen. Das Leben hat Höhen und Tiefen. Man ist gesund, man wird krank. Man ist jung, man wird alt. Man lebt, man stirbt. Man kriegt ein Kind, es stirbt jemand. Es ist immer so, bei jedem Menschen. Es gibt keinen Menschen, der nur Höhen hat. Es sei denn, der wird ein Jahr alt. Ja, beispielsweise, der hat nur gespielt. Aber dann ist der Tod auch seine Tiefe. Er ist gestorben. Jeder Mensch hat Höhen und Tiefen. Die Frage ist, wie gehst du mit Höhen und Tiefen um? Deswegen ist die Lage eines Gläubigen wunderbar. Warum? Erstens, der Prophet sagt, wenn ihn eine Freude trifft, dankt er Gott und das ist gut für ihn. Wenn er Gott dankt. Warum? Weil dieses Danken ist erstmal etwas, was dazu führt, dass der Genuss dieser Freude noch größer wird. Zweitens, das wird für ihn gut geschrieben für den jüngsten Tag. Weil Gott sagt ganz eindeutig im Koran, dass das eigentliche Leben das jenseitige Leben ist. Die dritte Sache ist, dann sagt er, und wenn ihn eine Probe trifft, die alle von uns trifft, eine Härte, das heißt, jemand stirbt, man wird krank, man hat dies, man hat das, man verliert Geld, dann dankt er Gott und das ist gut für ihn. Dann ist er geduldig und das ist gut für ihn. Weil der Muslim sagt, dass das Leben sich immer abspielt hier, zwischen Dankbarkeit und Geduld. Das heißt, dir geschieht etwas Gutes, du bist dankbar, dir geschieht etwas, was uns schlecht erscheint und du bist geduldig. Und was wir, da gehe ich vielleicht nachher nochmal drauf ein, das wollte ich nur ganz kurz erwähnt haben, damit man etwas von diesem Konzept verstanden hat. Gehen wir zurück zu dem Sinn im Leben. Ja? Der vierte Sinn, der angegeben wird, ist, dass jemand sagt, der Sinn des Lebens ist, der nennt einen bestimmten Beruf. Ich will Feuerwehrmann werden oder Arzt oder irgendetwas. Und dies ist auch kein wirklicher Sinn, sondern dies ist nur eine Beschäftigung. Weil dem einen oder anderen hat Gott ein bestimmtes Talent gegeben. Und es ist gut, wenn er nach dem Talent sucht. Beispielsweise, wenn jemand in die Schule geht, dann sagt er auch nicht, der Sinn der Schule ist Biologie, weil er in Biologie gut ist. Oder der Sinn der Schule ist Deutsch. Sondern der Sinn der Schule ist, dass er in die Schule geht, lernt etwas in der Schule oder erfährt eine allgemeine Bildung oder kriegt ein Zeugnis, mit dem er danach etwas machen kann. Das ist der Sinn. Und der Sinn ist nicht Biologie oder dies oder das. Das ist nur ein Talent. Das ist etwas, wofür du ein Talent hast. So hat Gott dem einen oder anderen hier vielleicht ein Talent gegeben, um mit alten Menschen umzugehen jetzt in eurem Fall. Alhamdulillah, das ist eine gute Arbeit. Also aus islamischer Perspektive, weil man sich halt um kranke und ältere Menschen kümmert. Alhamdulillah. Auf jeden Fall. Das ist alles kein Sinn, sondern was ist der Sinn? Der Sinn ist, wie wir hier gesehen haben, also aus unserer Perspektive, etwas, was danach kommt. Wie du in die Schule gehst und auf dein Zeugnis wartest, so ist das Leben, ob du das willst oder nicht. Ja? Es könnte jemand sagen, ja, warum ist das so? So ist es in unserem Glauben, ist das Leben der Bereich, wo man sich das Zeugnis erwirbt. Und dieses Zeugnis führt im Nachhinein in eine Welt, wo es diese ganzen Sachen wie Schaden, Tod, Krankheit, Neid und so weiter nicht mehr gibt, nämlich in das Paradies. Und wer den anderen Weg geht, so geht es in die Gegenrichtung. Wie gesagt, es ist immer so, man kann natürlich nicht in 45 Minuten das komplett alle Fragen beantworten oder den Islam komplett erklären. Falls einer irgendwelche Fragen hat, ich denke, das ist auch für euren Job gar nicht schlecht, weil vielleicht werdet ihr auch mal den einen oder anderen Muslim dabei haben, wo man vielleicht einige Verhaltensregeln kennen muss und so weiter. Wir haben halt hier einige Bücher, die könnt ihr gerne haben, ja, könnt ihr kostenlos mitnehmen. Ja. Ich wollte, bevor ich eure Fragen beantworte, wollte ich euch eine Frage stellen. Ja. Ich wollte mal fragen, was denkt ihr, ist der Hauptunterschied zwischen Islam und Christentum? Weil ich denke, die meisten sind ja katholisch oder evangelisch, oder? Gibt es ja noch eine andere Religion? Atheisten? Keine Atheisten. Alhamdulillah. Also katholisch oder evangelisch immer. Du bist Atheist? Nein, ich wollte jetzt dazu was sagen. Ach so, du wolltest die Frage machen. Sehr gut. Du bist katholisch, oder? Katholisch, ja. Katholisch, ja. Was denkst du, ist der Hauptunterschied? Okay. Gut, hat einer eine andere Meinung?
Das ist, was der große Unterschied sein könnte. Ja, komm, nee, wir diskutieren ein bisschen darüber. Ist doch interessant. Oder wir reden... Also, ist kein Problem. Ja. Und das Christentum erkennt das ja auch an. Wir sind ja in dieser Wurzel auch Geschwister. Das vergessen die meisten ja auch. Ja. Im Alten Testament her. Ja. Aber im Neuen Testament ist dieser Gott der, das wäre ja, glaube ich, das, wenn ich das richtig gut finde, für Muslim und denkbar an Jesus Christus, der das Kreuz, der Leiden hat, der sich ja schlagen lassen, also alles dieses, genau, jetzt als vom Glauben her. Genau. Genau, ich würde das nur anders formulieren. Ich würde sagen, das Menschwerden Gottes. Weil Jesus ist im Christentum der Mensch gewordene Gott. Athanasianisches Glaubensbekenntnis. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott und alle drei zusammen sind nur ein Gott, gleich ewig und so weiter. Wesensgleichheit. Das ist einer der ganz fundamentalen Unterschiede. Und hier umdrehen sich eigentlich auch die anderen Unterschiede. Hat einer eine andere Idee? Ja? Nee, nicht? Traut sich keiner? Sag doch einfach mal, ist doch egal. Habt ihr noch eine Idee hier? Sag doch mal, ist egal. Wenn irgendwas falsch ist, dann oder wenn ich anderer Meinung bin, dann können wir da gerne drüber reden. Ist ja gar kein Problem. Ja, bitte. Ja, ja, okay, das wäre jetzt ein Unterschied zum Christentum, das ist auch eine gute Antwort. Das wäre jetzt ein Unterschied zum katholischen Christentum, weil die Protestanten, bei denen hat der Papst ja auch keine Bedeutung. Ja? Und das ist eigentlich eine gute Antwort, weil wir sagen in dem Prinzip, es gibt keinen Stellvertreter Gottes auf Erden, ja? Sondern die Botschaft ist herabgesandt worden und die ist klar und deutlich, ja, was man zu tun hat und zu lassen hat. Und jeder Mensch muss gucken, was er darum macht. Also es gibt nur die Ameise Mensch sozusagen und der Gott. Ja, und nicht kein Vermittler oder je nachdem. Das ist zum Beispiel auch eine gute Antwort. Aber wie gesagt, jetzt, wenn ich speziell frage, was ist der Unterschied zwischen Islam und Christentum, na okay, dann sagen die Protestanten, ja, wir glauben ja auch nicht an den Papst. Ja. Hat sonst noch jemand, habt ihr keine Idee hier? Ja, bitte. Wie ist das denn? Ja. Wie ist das denn im Islam dargestellt? Sehr gute Frage. Genau so. Das sind Gemeinsamkeiten, ja. Ja, weil ihr die Frage. Nee, ist ja kein Problem. Ich sage ja, ich gebe ja nur die Antwort. Es geht aus Hadithen geht das hervor. Achso, Sie glauben nicht daran, dass die Frau aus der Rippe geformt wurde? Nein, ich kenne da einen bösen Witz zu. Achso, wir machen keine Witze über die Religion. Also, ich zumindest. Nee. Ich habe gedacht, vielleicht sagen sie ja, glaube ich nicht dran mit der Frau aus der Rippe, dass Gott das gemacht hat. Hätte ja sein können. Ich habe diese Frage, einmal kam ein Muslim zu mir und er hat mit seiner christlichen Nachbarin geredet. Ja, und das ist ja, wie gesagt, hier ist ja Islam und Christentum identisch. Das steht zwar jetzt nicht im Koran, aber in der Sunna. Und dann meinte er, ja, ich bin total durcheinander, was soll ich antworten? Die hat mich gefragt, wie kann denn Gott die Frau aus der Rippe erschaffen? Da habe ich zu ihm gesagt, sag zu ihr, hat Gott das Universum aus dem Nichts erschaffen? Da hat sie gesagt, ja. Dann sagt sie, was ist für ihn schwerer, das Universum aus dem Nichts zu schaffen oder die Frau aus der Rippe des Mannes zu erschaffen? Ja, aber ich glaube ja eben an beides. Einmal das Biologische und auch an das Christentum, aber jetzt nicht so mit der Entstehung. Ja, okay, was heißt an beides? Also das, was ich jetzt genannt habe, ist, wir glauben, dass das Universum aus dem Nichts erschaffen wurde. Das heißt, das Erschaffen von Gott, ja, geschieht auf zweierlei Dinge. Erstmal, oder beziehungsweise drei. Erstens, Gott erschafft aus dem Nichts. Das sagt er in Sure 36, der letzte Vers.
seine Angelegenheit, wenn er etwas befiehlt, ist nur, dass er sagt, sei und es ist. Das heißt, er erschafft aus dem Nichts. Zweite Sache ist, er schafft aus dem einen Rohstoff und aus dem Rohstoff erschafft er das jeweilige Wesen. Ja? Oder beispielsweise, wir sind auch von ihm erschaffen worden. Das heißt, wir bezeichnen uns nicht als Schöpfung von den Eltern, sondern Gott hat auf die Weise, dass die Eltern miteinander Geschlechtsverkehr haben, so weiter, hat er uns erschaffen. Das heißt, das sind die Arten, wie Gott erschafft und die anderen Arten. Ja? Und jetzt, was ich denke, was bei Ihnen das Problem ist, ist, dass ja irgendwo scheint es ja einen Widerspruch zu geben zwischen Evolutionstheorie, ja, Evolutionstheorie und der Bibel, ja, und dem Koran. Ja? Klar. Und da sagen Sie halt, dass Sie da an beides glauben. Wie ist das denn jetzt unsere Nonnen? Aus welchem Land kommen Sie, wenn ich fragen darf? Aus Indien. Aus Indien, ja. Glauben Sie auch sowohl an Evolutionstheorie als auch an Schöpfungsbericht in der Bibel? Oder glauben Sie nur an die Bibel? Hm? Also glauben Sie an die Evolution? Sie verstehen mich gut, oder? Ich weiß ja nicht, wie lange Sie schon in Deutschland sind. Ja, ich habe ja mit Ihnen noch kein Wort gewechselt, nicht, dass Sie das jetzt falsch verstehen. Also Sie glauben Sie jetzt an die Theorie von Darwin? Oder glauben Sie an das, was in der Bibel steht? Warte. Das, was in der Bibel steht, ja. Weil das eine widerspricht dem anderen, ja. Genau, weil für mich ist es halt so, vielleicht hat jemand eine andere Meinung, dass das eine ja, wie kann man das eine mit dem anderen vereinbaren? Du wolltest was sagen? Sie wollten was? Ich sage immer du, Entschuldigung, also nicht, dass jemand hier beleidigt wird. Okay, das ist eine gute Antwort. Also du, ja klar. Du meinst also, dass also es Gott gibt und dass Gott durch, also in der Nussschale zusammengefasst, also dass Gott aber durch die Evolution den Menschen erschaffen hat. Ja, gut. Das habe ich schon verstanden. Nur das Problem ist, dass er ja in der Bibel etwas anderes sagt und im Koran auch. Ja bitte. Ja. Ich denke da, ich bin bei dem Teil noch ein bisschen theologisches Defizit, das an den Begriffen liegt. Wenn man also die Evolutionstheorie, die Bibel kommt, ist insofern etwas unglücklich, weil die Idee der Evolutionsbiologie ist ja wesentlich später stand als die ersten Schriften der Bibel geschrieben. Ja. Also die Menschen damals kannten sich ja nicht aus. Ja. Die haben aber mit ihren Worten natürlich versucht, die Welt, entstehende Welt zu erklären. Das ist das Recht damals gewesen, das Recht des Christen, das Recht des Muslimen, das Recht des Nichtgläubigen. Ja. Ich denke, da gibt es immer zeitliche Abstände. Entscheidend ist, denke ich, doch die Glaubensauswahl. Die Glaubensauswahl sagt, ich weiß, dass der Mensch in der Evolution entstanden ist, aber Gott hat es bewirkt. Gott hat geschaffen, was Sie gesagt haben, im Geschlechtsverkehr. Gut. Das ist schon klar. Nur was halt mein Anliegen ist, wenn wir jetzt sagen, Gott hat Schreiber inspiriert. Das ist ja der christliche Glauben. Ich glaube, 2. Timotheus 3, Vers 16, die ganze Bibel ist von Gott inspiriert, wenn ich mich nicht irre, oder 1. Timotheus 3, Vers 16. Die Bibel ist ja nicht dabei. Auf jeden Fall, die ganze Bibel ist von Gott inspiriert nach den Briefen des Apostel Paulus. So, das heißt, wenn die Schreiber von Gott inspiriert sind, ja, und wir sagen, Gott offenbart die Wahrheit. Gott offenbart die Wahrheit. Das heißt, wenn er offenbart, dass Gott den Menschen erschaffen hat, aus Erde erschaffen hat, wie er das jetzt gemacht hat, wissen wir nicht. Und wir sagen aber auf der anderen Seite auch, da ist für mich das Problem, wir sagen aber auf der anderen Seite auch, ja, aber er stammt auch vom Affen ab. Weil ich denke, Gott was mein Problem ist, hat Gott dann die Wahrheit offenbart?
Weil unsere Nonnen beispielsweise, die haben gesagt, dass sie nicht an die Evolution glauben. Ich sag's ja auch. Ja, also nur ich sag mal, oder habe ich sie falsch verstanden? Ich habe sie richtig verstanden. Ja? Ich habe sie richtig verstanden. Ja, ich sage, sehen Sie, da sind wir uns schon mal einig. Aber was denke ich, was das Problem hier ist, ist, du hast gesagt, das ist eine bewiesene Sache. Richtig? Das heißt, dass in Indien ist es keine bewiesene Sache, aber bei uns in Europa ist es eine bewiesene Sache. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Indien kein Wissen besitzen oder so, aber ich denke einfach, klar, also für mich ist es anhand von Wissenschaften, ja, sage ich mal, auch von Steinzeitfunden, diese Entwicklung nachzuvollziehen. Man hat ja Skelette gefunden, die dann erst auf allen Tieren und dann immer weiter gegangen sind. Also ja. Bis zu diesem Aufwärtsgehen und dann. Okay, du. Klar, irgendwo da drin spielt für mich Gott eine Rolle. Ja, natürlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass Gott den Menschen. Also, In einem sind wir uns völlig einig. Ich bin mir mit dir völlig einig und mit allen, die hier sind, wir sind uns völlig einig. Evolutionstheorie negiert nicht die Existenz eines Schöpfers. Da sind wir uns alle einig. Evolutionstheorie negiert in keinem Fall die Existenz eines Schöpfers. Was mein Problem nur ist, ist, wie kann man an das eine und das andere glauben? Was ich einfach sehe ist, um darauf einzugehen, ist, dass halt die Evolutionstheorie hier als Tatsache angesehen wird. Aber eigentlich habe ich noch nie gehört, dass nicht gesagt wurde Evolutionstheorie, weil es auch eine Theorie ist. Ich sage dir jetzt nur einige Sachen dazu, was meine Probleme mit der Evolutionstheorie sind. Wir haben das wahrscheinlich alle im Biologieunterricht in der Schule gehabt. Ich denke, die meisten hier haben wahrscheinlich Abitur, oder? Ja. Ja, oder auch nicht, aber ich denke, die meisten haben das mal in der Schule gehabt. Erstmal die Evolutionstheorie. Darwin selber hat ein Buch geschrieben, ja? Ja, der hat ein Buch geschrieben, ich habe den Namen jetzt vergessen. Species. Origin of Species heißt das. Der Ursprung der Arten. Ja, in diesem Buch erwähnt er auch Probleme der Evolutionstheorie. So. Aber jetzt, das erste Problem ist, die Evolutionstheorie geht ja praktisch davon aus, dass am Anfang alle Einzeller waren und die Einzeller haben sich geteilt und durch verschiedene selektive Gegebenheiten, haben durch Selektion und Mutation, ist es dann nachher zu den verschiedenen Arten gekommen. Ja, da fängt schon für mich an, dass da gerade bei diesen Mutationen Gott mitgespielt hat. Ja, ja, klar. Natürlich, aber das Problem jetzt, was ich jetzt sage, ist, das erste Problem ist, wie kam es zur ersten Zelle? Das ist das erste Problem. Das ist das erste Problem. Wie kam es zur ersten Zelle? Die zweite Sache, darauf gibt es keine Antwort. Es gibt eine Antwort, dass sie ein Experiment gemacht haben, vor 50 Jahren, wo sie mit Blitzschlägen in einem Dings, wo dann nachher eine Zelle dort wird. Heute sagt man, dass dieses Experiment also nicht aussagekräftig ist dafür und kein Beweis darstellt. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, Mutation. Wann sind die Evolutionisten überhaupt auf die Idee gekommen, zur Mutation überzugehen? Sie sind auf die Idee gekommen, als sie gesehen haben, dass die Selektion nicht zu anderen Arten führt, weil am Anfang wurde nur von Selektion geredet. Man kennt auch Lamarck und Darwin. Lamarck hat gesagt, ja, okay, die Giraffe steht am Dings, dann wird der Hals länger und in der nächsten Generation wird der Hals wieder länger und so weiter. So, jetzt in der Mutation hat man aber festgestellt, dass durch eine Mutation niemals also Eigenschaften entstanden sind bei dem jeweiligen Tier, wodurch sich die Situation des Tieres verbessert hat. Was heißt ja, Survival of the Fittest, das Überleben des Stärksten, des Fittesten. Das hat man nie festgestellt. Im Gegenteil, genau das Gegenteil. Wir reden nicht von den Galapagos-Inseln, von unterschiedlichen Arten, von unterschiedlichen Rassen. Wir reden von unterschiedlichen Arten. Das ist ein großer Unterschied, weil beispielsweise gibt es verschiedene Pferderassen, die können aber untereinander Kinder kriegen. Aber wenn ein Esel und ein Pferd, das sind unterschiedliche Arten, miteinander sich miteinander paaren, dann kommt ein Maultier raus. Und aus dem Maultier kommt ein Tier heraus, was sich nicht mehr weiterentwickeln kann, also was keine Kinder mehr kriegen kann und so weiter. Das heißt, für uns ist es erstmal keine definitiv bewiesene Sache, sondern ist eine Theorie. Dann, was ist jetzt die Erklärung für die Skelette, die man gefunden hat? Die Erklärung für die Skelette, die man gefunden hat, ist ausgestorbene Affenarten, ausgestorbene Menschenrassen.
Kann genau so gut sein. Dann die nächste Problem ist, wir haben heute Tiere, Reptilien auf der Welt, die heute noch genauso sind wie zur damaligen Zeit. Normalerweise laut dieser Theorie hätten die sich auch weiterentwickeln müssen. Beispielsweise, aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte nur kurz darauf eingehen, ja, weil hier ist wahrscheinlich schon, weil im Islam, man wird eigentlich keinen Muslim finden, der an die Evolutionstheorie glaubt, dass dadurch unterschiedliche Arten entstanden sind. Das wird man nicht finden. Aber es ist gut, dass wir auf dieses Thema gekommen sind. Ich fand das ein bisschen interessant. Wie gesagt, es gibt da, ich kann natürlich jetzt nicht das ganze Thema behandeln. Wir werden demnächst auf unserer Internetseite auch einen speziellen Vortrag über dieses Thema machen. Evolutionstheorie und Schöpfung und so weiter und so fort. Wie gesagt, wo wir uns alle einig sind, ist klar, Evolutionstheorie negiert nicht die Existenz eines Schöpfers. Das ist klar. Ich wollte vielleicht kurz auf diesen Punkt eingehen, der große Unterschied, weil das ist vielleicht, hat eventuell noch jemand einen anderen Unterschied? Weil eigentlich mit dem ersten, was Sie schon erwähnt haben, mit dem ersten Hauptunterschied, das ist eigentlich, da dreht sich alles rum. Es geht da um das Wesen von Jesus. Im Islam ist Jesus ein Gesandter des allmächtigen Gottes, der Wunder gewirkt hat, der Tote lebendig gemacht hat, aber mit der Bedingung, mit der Erlaubnis des allmächtigen Gottes. Der Blinde sehend gemacht hat mit der Erlaubnis des allmächtigen Gottes. Ja? Und der durch eine junge Frau geboren wurde. Es gibt heute viele Leute, Sie können das sicherlich bestätigen, die sagen, wir sind Christen, aber die sagen, ja, ob Jesus von einer jungen Frau geboren wurde, wer weiß, ob es stimmt. Es gibt einige, die sagen, die schreiben sich im Christentum zu, aber sagen nein. Da sagen wir wieder, was ist für Gott schwer? Ist es schwer für Gott, in einer Frau ein Kind entstehen zu lassen, ohne dass ein Mann daran mitgewirkt hat? Nee, ist für ihn einfach. Und das ist ein Wunder gewesen im Islam. Kein Muslim und der Islam, deswegen auch die Gemeinsamkeiten, die der, er ist gerade rausgegangen, eben erwähnt hat, euer Kamerad erwähnt hat, ja. Der Islam ist die einzige Religion, in der es eine Glaubenssäule ist, die einzige nicht-christliche Religion, in der kein Muslim ein Muslim sein kann, wenn er nicht daran glaubt, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde. In der jemand Muslim sein kann, wenn er nicht daran glaubt, dass Jesus Wunder gewirkt hat und ein Gesandter des allmächtigen Gottes war. In keiner Religion ist das eine Glaubenssäule. Kein Muslim ist ein Muslim, wenn er daran glaubt, dass Jesus nicht durch die Jungfrau geboren wurde. Weil es steht ganz deutlich in Sure 19, und wenn jemand sagt, ich glaube nicht daran, was dort steht, dann hat er den Glauben verweigert an das Buch. Ja, so, das ist unser Glaube. Jetzt wollte ich ganz kurz auf diesen Punkt eingehen, kurz bevor wir ein bisschen weitermachen. Was ganz wichtig ist, ist dieser Unterschied. Ja? Im Christentum ist Jesus der menschgewordene Gott. Stimmt's? Ja. Aber vielen Leuten ist das nicht bewusst. Und das ist halt bei uns, genau wie Sie eben gesagt haben, das haben Sie vollkommen richtig erkannt, wir sagen, wenn wir sagen, dass Gott Mensch geworden ist, ja, dass wir dann automatisch Gott mit einem Menschen vergleichen. Ja. Und der Koran sagt, selbst wenn Sie sagen würden, ja okay, man kann es vergleichen, sagt ganz eindeutig, das ist der Unterschied. Weil wir reden ja nicht nur über Gemeinsamkeiten, sondern wir reden auch über Unterschiede. Und das ist der Hauptunterschied, dass Jesus nicht Gott ist. Dann, was ein weiterer Unterschied ist, wie man ins Paradies kommt oder wie man das ewige Leben erhält. Wie hält man das ewige Leben?